John, hallo, es wird mal wieder Zeit für eine Parodie. Wer in einem so schönen Land lebt, der kann ja nur parodieren, oder? Deswegen habe ich auch diesen exquisiten Raum gefunden, damit ich Zeit habe, etwas zu parodieren, etwas zu erzählen. Und zwar über, ja, wovon reden die Leute momentan am meisten? Über das 9-Euro-Ticket, genau. Und Urlaub, ja, ist es nicht schön? 9-Euro-Ticket. Da haben sich Politiker was einfallen lassen, warum wir alle mehr Züge fahren sollen und weniger auf den Autobahnen rumhängen, in Staus und so weiter und so fort. Soweit, so gut. Aber 9 Euro ist vielleicht ein bisschen wenig, finde ich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder Pöbel jetzt Zug fahren kann. Nein, es ist ja auch so, wenn man Familie hat mit 5 Kindern oder so, dann ist man schon eine ganze Meute, die losgelassen wird, wenn man irgendwo hinfahren will. Natürlich. Und dann sind 9 mal 5 schon für die Kinder schon 45 Euro. Nur zum Reisen. Also gut, im Monat. Aber naja, das macht den Urlaub dann schon ein bisschen billiger, wenn man nicht unbedingt auf Sylt, aber irgendwo hinreisen will. Nicht wahr? In Deutschland, natürlich. Warum sollte man auch ins Ausland? Weil Deutschland ist ja so schön vom Service her und von den Leuten her. Alle sind so nett zueinander. Da kommt, das ist ja gleich schon, wenn man Informationen haben will, wenn man irgendwo hinfährt. Wollen Sie hin? Aha. Die Ruhe. Ja, haben Sie vorher 5:27 Uhr oder 6:30 Uhr? Dazwischen gibt nichts. Wo wollen Sie fahren? Ja, ist doch super, dieses persönliche Anreden und so freundlich, ja. Und dann ist man am Bahnhof. Ich meine, wer sagt, er hat noch nie einen überfüllten Bahnhof gesehen, den kann ich Hamburg empfehlen. Ja, mal hinfahren, gucken, wie schön es ist, durch die ganzen Meuten und Massen da durchzuwandern mit Gepäck, natürlich. Und ab und zu kriegt man irgendwie einen Rucksack mal von den Schultern gerissen. Oder man muss seinen Koffer hinter sich herziehen, über die Köpfe der anderen Leute hinweg, weil irgendjemand das mitgerissen hat. Ja, das war natürlich kein Diebstahl, kein Versuch eines Diebstahls oder so. Nein, es ist einfach aufgrund der Masse an Leute, ist es doch schön, oder? Ja, und dann reist man im Zug. Man hat extra vorher, natürlich, weil man gedacht hat, 9-Euro-Ticket, da fahren ja ziemlich viele Leute, ja, hat man gedacht, man bucht seinen ICE, ja. Natürlich, klar, überfüllter ICE, erste und zweite Klasse, hoffnungslos überfüllt, im ICE. Ja, warum? Weil man ist nicht der Einzige, der diesen Gottesgedanken hat. So, oh, ICE wäre cool. Ja, ich kriege einen Platz im ICE, weil alle mit dem 9-Euro-Ticket fahren, mit den Bummelbahnen. Ja, das ist man nicht auf der Welt alleine mit dem Gedanken gewesen. Ja, das sind Hunderte, die in den ICE da rumkreuchen und fleuchen. Massentourismus sozusagen. Ja, also, man muss sich vorstellen, die Bahn hat gut reagiert. Sie wusste Monate voraus, dass 9-Euro-Ticket kommt. Ja, das 9-Euro-Ticket kommt, jede Menge Leute werden fahren. Ja, die Bahn war vorbereitet. Sie hat nichts getan, genau. Sie hat einfach die Züge mit 2 Waggons oder so weiterfahren lassen, obwohl die dreifache Auslastung da ist. Und es war schon eh immer sehr ausgelastet. Da hast du Züge mit 2 Waggons, wo sich die Leute fast schon stapeln. Ja, und dann wird da noch mehr gefahren. Da drängen sich die Leute rein wie in Japan. Die werden da mit der Schaufel reingedrückt, ne? Ist das nicht toll? ICE, erste und zweite Klasse, auch hoffnungslos überfüllt. Dann kommt jemand, wenn man endlich einen Platz gefunden hat, und sagt, wir haben reserviert. Diese beiden Sitze sind uns. Ja, super. Ja, aufstehen. Und nochmal geht die Reise weiter durch den ganzen Zug auf der Suche nach einem Sitzplatz. Und irgendwann landet man vor der Toilette und muss stehen bleiben. Und dann kommt jemand aus der Toilette raus. Entschuldigung. Ja, natürlich lasse ich dich durch. Natürlich, ich bin nur zur Zierde hier. Und dann kommt man im Hotel an, macht vielleicht einen schon etwas genervten und heruntergekommenen Eindruck, vielleicht ja, weil im Hotel wird man freundlich begrüßt mit den Worten: Haben Sie eine Kreditkarte zur Sicherheit? Wie meinen Sie das? Soll ich die jetzt hier lassen? Oder? Nein, die Nummer reicht. Aha, sehr freundlich, ja. Super, Servicewüste Deutschlands. Und dann im Hotelzimmer sieht man, dass die Minibar voll ausgestattet ist mit nichts. Nichts von oben bis unten. Ja, eine Minibar. Wenn man dann nachfragt im Hotel, warum ist in der Minibar nichts drin oder so. Ja, das sind neue Hotelverordnungen. Ah ja, aber Sie können gerne im Shop nachfragen, da haben wir alles so. Und dann deutet er 4 Meter hinter sich auf eine Vitrine mit diesen ganz kleinen Fläschchen, wo man dann erkennen muss, was steht da alles zur Auswahl? Haben Sie eine Preisliste? Nein. Haben Sie eine Liste, was für Getränke sind? Die sehen Sie alle da drüben. Ah ja. Toll.
Aber wieder was gespart, weil früher war es ja so, wenn der Durst einen überkam im Hotelzimmer, hat man zur Minibar gegriffen und für die ganz kleinen Fläschchen 4, 5 Euro bezahlt. Auch für ein Fläschchen Cola oder Wasser, ja, war das doch nicht ein tolles Gefühl, wenn man ein Wasser für 7 Euro getrunken hat. Ja, und jetzt hat man natürlich was eingespart. Auch wiederum seine Vorteile, ne? Man muss nicht in die Minibar reingucken und sehen, dass da nichts ist oder irgendwas zugreifen und zu viel bezahlen. Nein, man weiß von vornherein, ich gehe in den Supermarkt und hole mir da Billigzeug, ja, und kann dann die Minibar als Kühlschrank verwenden. Top, ist doch wieder was Tolles, was alles so angeboten wird in den Hotels heutzutage, ja. Und dann, ja, da hat man dann verschiedene Optionen im Hotel, dass man zum Beispiel auch einen Bademantel bekommen kann, aber der Bademantel unter Bezahlung. Ja, die Handtücher sind noch frei, aber wer weiß, wenn der Handtuchdiebstahl in den Hotels so weitergehen, ja, vielleicht kosten die Handtücher dann auch schon bei jedem Handtuch eine Servicepauschale von nur 5 oder 10 Euro. Wer weiß. Es gibt ja einige Hotels, also diese Prestige-Luxus-Hotels, da kostet es bereits, ja. Aber ja, und dann fühlt man sich so toll, wenn man in diese Touristenecken geht und verschiedenes sehen will und man einfach nicht durchkommt. Man hat dann eine Führung mit einem Führer, der einen durchführt durch ein Museum, eine Kirche oder sonst wo. Aber es dürfen nur 20 Leute an der Führung teilnehmen. Und natürlich ist man dann mit 22 Leuten unterwegs. Klar. Und dann sieht man vielleicht den Führer da vorne irgendwo nicht, weil so viele Leute da stehen. Entschuldigung, so. Ja, Sie können sich nicht einfach vordrängeln. Ich will auch was sehen. Ja, tut mir leid. Ich wollte nur mal mitbekommen, was er so spricht. Natürlich hat er auch nichts Stimmenverstärkendes wie ein Megafon, ein Mikrofon oder ein sonstiges Phon dabei. Nein, es läuft alles so. Ist das nicht schön, in Deutschland Urlaub zu machen? Was sagt ihr? Kommentare down below und ansonsten tschüss und bis bald.